willkommen zur Folge 37 des Zero Truck Simulators 2. Und wir sind immer noch in Skandinavien. Ja, und zwar in Helsingborg, genau. Gdansk. Gdansk müssen wir. Kunst noch. Ja, jetzt haben wir das. Dürfen wir von dem. Wo stehen wir denn überhaupt? Mein Auflieger ist weg. Hä? Ah, ja, stimmt ja. Ich erinnere mich. Wir haben ja letztes Mal hier hinten den Auflieger abgelegt, geliefert. Und jetzt dürfen wir endlich zu diesem einen Auftrag fahren, den ich ja schon gesehen hatte. Das wird ziemlich interessant, finde ich. Glaube ich, hoffe ich. Ja, hier müssen wir immer aufpassen. Wegen Blitzern und so Zeug. Und jetzt darf man wieder auf eine richtige Baustelle fahren. Das wird gleich interessant, ob man. Wo man den Auflieger abholen müssen. So. Und dann dürfen wir auch nach Polen fahren. Ist ja auch mal ganz schön, ja. Wir nehmen einfach mal alles mit, was wir hier kriegen können. So, einen Raubenbagger, 24 Tonnen. So war mein Plan. Zum einfachen Anhängen. So, wenn ich jetzt nach rechts wegfahre, sollte das funktionieren. Dann kommt man nämlich einfacher zum Firmengelände raus. Also, wir machen uns jetzt auf nach Polen. Schaukelt übelst hier. Aber wir sind rausgekommen. Also, wir sehen uns gleich dann wieder in Polen. Und ja, bis nachher, würde ich mal sagen.
mal das hier. Ne, das nicht. Der ist recht schlecht. 23 Euro. Da war doch einer mit 40. Dann nehmen wir doch den. Wir fahren wieder nach Schweden und zwar Flor. Flur. Flur? Keine Ahnung. Aber wir düsen mal los. So, ja, also ich habe das Gefühl, dass das jetzt gerade der längste Auftrag war, den wir bisher hatten. Da waren wir recht lang unterwegs. In Realtime 18 Minuten oder 19. Das ist schon ganz ordentlich. Mit der Schlafenszeit haben wir gerade noch so hingekriegt, dass wir auf der Fähre dann geschlafen haben. Das ist ja ganz gut, dass der uns das als Pausenzeit anrechnet. Nicht zu schnell fahren, sonst gibt es wieder einen Strafzettel. Muss ja nicht sein. Kostet immer 400 Lappen oder so. Ach, da ist schon die Fähre. Das ist ja cool. Dann müssen wir gar nicht so weit fahren. Doofe rote Ampel. Junge, was tut denn die du? Die du weg. Kann ich mich nicht mal in Ruhe lassen. Na, ich nehme mal noch einen Schluck Rockstar. Da geht das Ganze ein bisschen besser. So, Attacke. Ja, wir sind bei knapp 150.000 Euro. Das ist schon ganz nett anzusehen. Und es bedeutet auch, dass wir uns demnächst, ich möchte nicht wieder zu weit vorgreifen, ich sag mal zwei, drei Folgen, dann könnten wir uns nochmal einen neuen LKW anschaffen. Das wäre richtig cool. So, wir müssen zu WGCC. Ey, rumpel, rumpel. Das hier wollte man annehmen. Ach, warte mal. Ja, aber der gibt mehr. Wieso? Ach so, das Angebot läuft ab. Aber der gibt mehr Kohle. Dann nehmen wir doch den. Weil wir brauchen ja Geld, also wir können ja, es bringt ja nichts, wenn wir hier Billigaufträge fahren. Wir brauchen eine hohe Auslastung zum einen an LKWs, Fahrzeit und auch was die Kohle anbetrifft. Also ja, je mehr Kohle pro Kilometer, je besser ist es. Da war ich ein bisschen arg schnell. Na, das Flur wiegt wohl nichts. Also, wir fahren nach Stockholm, glaube ich. Ja? Stockholm, unsere erste Hauptstadt, oder? Zumindest im Norden. Berlin wollte uns ja nicht haben. Also, bis gleich.
So Leute, wir haben auch das Flur an seinen Bestimmungsort gebracht. Gab nicht viel Kohle, aber ist mir relativ. Also wir machen jetzt einfach noch einen Auftrag. Nach Stockholm. Später nach Polen. Was bauen wir hier? Alle nach Linköping. Gdansk, 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 Stockholm. Den dann immer. Und da haben wir ja wie aus der letzten Aufnahme unsere IKA-Firma. Das ist auch eine coole Perspektive eigentlich. Aber ich glaube, so könnte ich gar nicht fahren. Ich sehe nicht, was vor mir ist, ja. Ein bisschen das Problem. Was ich ganz cool finde, ist, dass man jetzt schon merkt, dass zum Beispiel die Vegetation sich verändert. Als wir vorhin von der Fähre weggefahren sind Richtung Stockholm, hat man gleich gemerkt, oh, da werden die Bäume. Wir haben hier viel mehr Nadelbäume. Und auch. So, jetzt fahren wir mal wieder richtig. Die Nadelbäume und auch die Landschaft verändert sich. Also wir haben. Oh, was ist denn das für ein Kreisverkehr? Das ist ganz schön eng gewesen. Die Landschaft, so wie hier zum Beispiel links, dass viel mehr. Gerade bin ich ein bisschen unkonzentriert. Dass viel mehr Felsen und Gestein zum Vorschein kommt. Das ist ja, nehme ich mal, in Schweden so an. Ich war ja noch nicht dort. Aber ja, das ist dann natürlich nochmal ein ganz klarer Unterschied zu den europäischen Verhältnissen. Also Festland Europa. Ja, Skandinavien ist auch Festland. Das war ein Schwachsinn, was ich gerade laber. Hallo? Toll, ist der Auftrag jetzt weg? Dann hätte ich aber ordentlich Bockmisch gebaut. Topfpflanzen. Der Auftrag ist weg. Oh Mann! Ach, das ist ja ärgerlich. Ja, das kommt davon, wenn man so lange rumfährt, unnötig. Dann nehmen wir den nächsten an. Aber ich weiß immer noch nicht, wo ich hin muss. Wo ist denn hier die Waren an der Auftragsannahme? Doch, da ist er noch. Dann nehmen wir den. Dann fahren wir lieber ein paar Europaletten.
Aber schön eingepackt da hinten ins Eck rein. Na, ist ja supi. So. Gut. Ja, das habe ich mir gerade schon fast gedacht. Das Blöde ist immer, wenn du so fährst, mit der Kamera einstellen, du siehst den LKW nicht. Alter Mann! Das Auto sticht da voll in den Kreisverkehr rein und ich krieg die Strafe. Ich hab sogar geguckt und gebremst, Mann. So ein Scheiß aber auch. Mann! Ist doch unfair. Da ist nichts. Und wenn was kommt, dann hat's Pech gehabt. So, wir müssen nämlich schon wieder zu NS Chemicals. Auch dieses Firmengelände ist ein ganz neues, das kenne ich so noch gar nicht. Ist aber sehr cool aufgebaut. Gefällt mir. Weil man da muss man so ein bisschen Skill haben, ja, um da die Ware anzuliefern. Und das macht so das Spiel ja dann auch wieder ein bisschen interessanter. So, diesmal parken wir onboard ein. Der Auflieger ist ein bisschen größer wie der letzte. Deshalb ein bisschen schwerer einzuparken. Aber funktioniert, denke ich, ganz gut. Stopp, bevor wir wieder rausfahren. So, ja, hat geklappt. Sau geil. Level 16 haben wir bald erreicht. Und 153.000 Euro ist natürlich auch ein nettes Sümmchen. Und trotzdem haben wir nur ungefähr 14.000 Euro Gewinn gemacht. Das ist natürlich ein bisschen wenig, würde ich sagen. Aber es geht stetig bergauf. Und ja, nächste Folge geht's weiter und dann haben wir bald einen zweiten LKW. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst einen Kommentar, ein Like oder ein Abo da. Und dann hören wir uns in der nächsten Folge wieder. Ciao!